So, damit haben wir also auch den Spielfilm des Abends hinter uns gebracht. Der Viehdoktor nicht zu Ende, zwei Tore Vorsprung. Doch die Kieler konnten nur noch durch Wiemann auf 23:24 verkürzen. Die Westdeutschen gewannen nach Kampf und Kiel ist sicherlich nach diesem Ergebnis zunächst kein Meisterschaftsaspirant. Hier die übrigen Ergebnisse. Göppingen-Dankersen 29:21. Großwaldstadt Hofweier 27:10. Günzburg-Reinickendorf 23:18. Schon gestern spielten Dortmund gegen Düsseldorf 10:10 unentschieden. In der Fußball-Bundesliga behauptet Werder Bremen weiter ungeschlagen die Tabellenspitze. Zwei Punkte zurück liegt Mönchengladbach, das Aufsteiger Nürnberg einen Dämpfer versetzte. Auf Platz 3 folgt Mannheim. Schlusslichter sind Hannover, Schalke und Borussia Dortmund. Die Borussia ging in Bochum unter. Hier die Ergebnisse. Nürnberg-Mönchengladbach 2:4. Köln-München 1:1. Hamburg-Stuttgart 2:0. Bochum-Dortmund 6:1. Mannheim-Leverkusen 1:0. Würdingen-Hannover 3:3. Und schon gestern spielten Saarbrücken-Schalke 3:2. Düsseldorf-Bremen 1:4. Frankfurt-Kaiserslautern 1:1. Für den großen Preis von Belgien, der morgen in Spa-Francorchamps ausgetragen wird, war heute Abschlusstraining. Formel-1-Weltmeister Niki Lauda wird nicht dabei sein. Er verletzte sich im Training die Hand. Helmut G. Müller berichtet. Spa, der große Preis von Belgien, der 13. Weltmeisterschaftslauf, wird ein ungewöhnliches Rennen. Ungewöhnlich war auch das Training. Zwar hatte Christian Danner, der 27-jährige Münchner, sein Formel-1-Debüt beim deutschen Zugspeed-Team. Hier wechselt er vom Einsatzauto in den Reservewagen. Aber eigentlich verdankt er diese Chance auch nur der Tatsache, dass der Nummer 1-Pilot von Zugspeed, der Brite Jonathan Palmer, hier in Spa ebenfalls vor 14 Tagen einen Unfall hatte und mit gebrochenem Bein im Krankenhaus liegt. Noch nie waren in den letzten Jahren bei einem europäischen Grand Prix so wenige Fahrzeuge am Start. Das neue amerikanische Lola-Team mit Alan Jones fährt hier nicht. Ram hat aus Mangel an Geld und Motoren nur ein Fahrzeug im Einsatz. Nur einen Wagen bringt auch Tyrrell an den Start, das ehemalige Team von Stefan Bellof. 23 Fahrzeuge werden nur am Start sein. Kein Team muss Angst haben, sich nicht qualifizieren zu können. 26 wären startberechtigt gewesen. Natürlich ist nach Niki Laudas Abreise auch McLaren nur ein Ein-Mann-Team. Aber Alain Prost, sein Kollege, hat alles locker im Griff. Der führende Mann in der Weltmeisterschaftswertung fuhr bei allen 4 Trainingsdurchgängen in 2 Tagen Bestzeit und startet morgen von der ersten Startposition. Gegen politischen Einfluss im Automobilsport hat sich FISA-Präsident Balestre gewandt. Man wolle nicht den Fehler der Olympischen Spiele machen. Balestre betonte heute in Spa, deshalb werde der große Preis von Südafrika auf dem Kurs von Kyalami bei Johannesburg wie geplant am 19. Oktober stattfinden. Die FISA sei nicht berechtigt, die politischen Vorkommnisse eines Landes zu verurteilen. Allerdings hat Renault auf Druck der französischen Regierung die Teilnahme bereits abgesagt. Auch Ligier wird wahrscheinlich nicht an den Start gehen. Ivan Lendl, Nummer 1 der Weltrangliste und Sieger der amerikanischen Tennismeisterschaften von Flushing Meadow, steht morgen erwartungsgemäß im Endspiel des Tennisturniers von Stuttgart-Weißenhof. Er schlug den Argentinier Clark in 2 Sätzen. Sein Gegner morgen ist der Amerikaner Gilbert, der gegen Thomas Smith aus der Tschechoslowakei gewann. Bei der Schachweltmeisterschaft in Moskau ist die 5. Partie am Abend vertagt worden. Herausforderer Karpov hatte das Spiel diesmal mit dem Königsblauen eröffnet. Die Partie wird morgen mit dem 41. Zug von Titelverteidiger Karpov fortgesetzt. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 15. September. Im Westen und Norden Übergang zu wechselnder Bewölkung mit Schauern. Im übrigen Deutschland, von anfänglichen Aufheiterungen im Osten abgesehen, überwiegend bedeckt und zeitweise Regen, in Alpennähe länger andauernd. Tiefstemperaturen 8.